Wiesenzeit ist auch in diesem Jahr wieder Rugbyzeit. Die Weltelite kommt nach der erfolgreichen Erstauflage 2017 zurück ins Olympiastadion. Am ersten Wiesenwochenende messen sich dort die 8 besten Rugby-Nationalmannschaften. Die Losfee, gleichzeitig Schirmherr der Veranstaltung, hatte bei der Ziehung der Rugby-Eier ein spezielles Händchen. Ich glaube, insgesamt werden die Deutschen zufrieden sein, weil sie in einer Gruppe sind, die ein klein bisschen einfacher scheint als die andere Gruppe. Deutschland, die Überraschungsfünfter der Erstauflage, bekommt es in der Gruppe B mit Olympiasieger Fidschi, dem zweifachen Europameister Frankreich und dem Gewinner der World Series, den USA, zu tun. Weltmeister Neuseeland, erstmals überhaupt in Deutschland, spielt gegen das Mutterland des Rugbys England, dem Titelverteidiger Australien und gegen Südafrika. Gruppe A ist eine sackstarke Gruppe. Das ist Wahnsinn, da hat Deutschland ein bisschen Glück, dass sie nicht in die reingekommen ist. Natürlich ist Gruppe B mit USA und Fiji auch jetzt nicht besonders leicht, aber da ist was drin. Ich hoffe dann halt fürs Weiterkommen, dass Deutschland vielleicht auch gegen Neuseeland spielt. Das wäre natürlich Wahnsinn, das erste Mal überhaupt und dann auch noch hier quasi in Deutschland selbst. Ja, aber wird auf jeden Fall super spannend. Der Spielmodus in der Vorrunde, jeder gegen jeden. Spielzeit 2x7 Minuten. Am 21. September beginnen die Gruppenspiele um 14 Uhr. Die K.O. und Platzierungsspiele folgen tags darauf ab 11 Uhr. Weltklasse Rugby in München. Die sportliche Abwechslung zu den Schmankerln auf dem Oktoberfest.